Leute, was geht ab? Willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich habe heute ein so krasses Gameplay für euch. Ich habe 115 Kills gemacht. Solo unterwegs gewesen auf der, ich liebe die Map, Milizia. Und ich habe noch ein, zwei Infos für euch. Einmal, wie ihr am einfachsten im Schwarzmarkt leveln könnt. Ich werde euch das mal ein bisschen zeigen, weil ich habe unglaublich viel Spielzeit seit Anfang schon verballert und bin jetzt erst bei Level 9. Der geht zwar 50 Tage, aber es gibt ja auch 200 Stufen bei dem Ganzen. Das ist also nicht ganz so easy. Dann gibt es hier, das ist eine wichtige Info für euch, jetzt hier, das sind diese Zufallssachen hier, diese Reserven. Da bekommt ihr ein Objekt zufällig draus, egal ob ihr es wollt oder nicht. Ihr könnt es aktuell nicht wechseln. Ich persönlich habe ja immer so ein bisschen das Gefühl, dass, weil hier unten Neuwürfelanzeige steht, da eventuell irgendwann die Möglichkeit ist, dass man, wenn es einem nicht gefällt, man das nochmal wechseln kann. Kann natürlich aber auch sein, dass diese Neuwürfelanzeige für die Vorräte ist, die später erst kommen. Dieses Halloween-Event geht noch 11 Tage und ich habe festgestellt, dass selbst ich, der sehr, sehr viel Kills macht und sehr, sehr viele Punkte, relativ langsam hier vorankommt. Und da gibt es ein, zwei kleine Tricks und die werde ich euch heute zeigen und werde euch zeigen, mit was für einer Waffe ich meine 115 Kills gemacht habe. Und zwar mit dieser wunderschönen ICR hier. Ich bin nämlich gerade dabei, wie ihr seht, alles auf Gold für Dark Matter zu bringen. Morgen kommt auch noch ein Video für euch, wenn wir 50 Likes schaffen, wie ihr Dark Matter in ungefähr der Hälfte der Zeit schafft, im Gegensatz zu, ich sag mal, der normalen Art. Weil gerade die Sachen wie, wo sind sie hier, ohne zu sterben geht. Wo ist es denn? Da, 10 Weitschussmedaillen und die Headshots. Das ist, glaube ich, bei den meisten Waffen das Problem oder bei den meisten Leuten eher. Ihr seht, die Maddox ist auf Gold, die ICR ist auf Gold, die Rampart ist auf Gold. Das Einzige, was noch fehlt, ist hier die KN. Da fehlen, glaube ich, nur noch ein paar Weitschüsse. Die mache ich nachher. Und dann werde ich euch morgen auf jeden Fall zeigen, wie das geht. Haut gerne die Likes raus. Würde mich wirklich darüber freuen. Und dann helfe ich euch jetzt mal, wie ich die 115 Kills gemacht habe. Und dann, wie wir es hinkriegen, dass wir im Schwarzmarkt noch ein bisschen, ich sag mal, schneller beziehungsweise einfacher leveln können. Denn aktuell dauert das wirklich viel, viel zu lange. So. Das hier ist mein Klassensetup. Griff, Griff 2 und schnell ziehen. Ich bin kein Riesenfan von der ICR, aber 115 Kills habe ich so noch nicht gesehen. Also muss man sich auf jeden Fall geben. Comsec-Gerät, weil Steam Injection einfach etwas schlechter geworden ist mittlerweile. Und dazu Gewandtheit, für mich das stärkste Perk im Spiel. Schnelleres Klettern, Rutschen und Waffe wechseln. Verbesserte Waffenpräzision beim Springen und Klettern. Was bedeutet, wenn ihr Jumpshottet, trefft ihr besser als ohne. Ist ein Riesenunterschied. Dazu Leichtgewicht, weil ich gerne schnell unterwegs bin. Das heißt, ihr könnt schnell rutschen, schnell klettern, schnell laufen. Dazu Totenstille, auch eins meiner Lieblingsperks hier. Diese Sachen hier kann man zum Teil vergessen. Plünderer geht noch, aber in der Regel hat man immer einen Crash oder spielt man ihn selber. Und Taktikmaske, größerer Widerstand gegen Neuenknall, Erschütterung, Stacheldraht, Reaktorkern, Sucher, Sturm, Feuer und Konterdrohne. Ich habe festgestellt, es hilft nicht so sehr, wie ich mir es wünschen würde bei so einem Perk. Deswegen lasse ich es in der Regel raus, wenn ich den Platz nicht unbedingt sowieso übrig habe. Das ist das Klassensetup. Das Gameplay seht ihr gleich. Jetzt gebe ich euch nochmal kurz den Tipp, wie ihr hier schneller leveln könnt. Und zwar, wenn ihr im Multiplayer unterwegs seid und kein Blackout spielt, dann solltet ihr Folgendes machen. Nehmt diese Streaks hier raus. Nehmt Vorräte, Drohne und Konterdrohne. Das hat einen einfachen Grund. Ihr bekommt Levelfortschritt pro Punkte, die ihr macht. Ich habe das jetzt mal so ein bisschen rausgerechnet. Wenn ihr diese kleinen Streaks hier spielt, für Drohne, Konterdrohne gibt es sehr, sehr viele Assist-Punkte, sobald die nicht gegeiert werden. Und aus den Vorräten kriegt ihr 50 extra XP. Die gehen immer hier drauf. Das heißt, wenn ihr diese kleinen Streaks spielt, habt ihr die Möglichkeit, schneller in den Leveln hier voranzukommen. Und es gibt noch einen viel wichtigeren Tipp für euch, und zwar heißt der Blackout. Geht zu Blackout, Leute. Eine Runde Blackout mit, ich sag mal, gestern hatten wir 14 Kills oder ich hatte 14 Kills, bringt euch im ganzen Level teilweise eine Stufe nach vorne. Blackout ist der Go-To-Modus, wenn es für euch darum geht, dass ihr im Schwarzmarkt Sachen freischalten wollt. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber der Blackout-Modus gibt, selbst wenn ihr nur ein oder zwei Kills macht, meistens um ein Viertel des ganzen Balkens da unten. Das ist absolut OP. Ich weiß nicht, warum das so viel ist. Solltet ihr auf jeden Fall mal probieren. Ich habe es gestern festgestellt und wollte euch die Info gerne geben, weil selbst wenn ihr kein Blackout-Fan seid, es ist ein Grund, mehr Blackout zu spielen. Und es gibt ja auch ganz geile Sachen hier. Hier Knochen-Jones.
Guck ich ihn mal an. Sieht ganz cool aus, finde ich, um ganz ehrlich zu sein. Es gibt hier verschiedene Sachen. Der sieht total bescheuert aus. Gestern habe ich mein letztes Ding geöffnet. Das ist der hier. Guckt euch den mal an. Und jetzt sehe ich gerade, dass meine Facecam natürlich im Weg ist. Wartet, ich mache euch das einmal, dass ihr es ganz sehen könnt. So, guckt euch den mal an. Ob der jetzt so gut aussieht. Also ich finde ihn ganz witzig. Das sind auf jeden Fall die Sachen, die ihr aus den Vorräten da bekommt. Spielt auf jeden Fall Blackout, wenn ihr da irgendwie weiterkommen wollt. Das ist der beste Modus dafür. Und jetzt gehen wir mal zum Gameplay und gucken uns die 115 Kills mal an. So Leute, wir sind zurück im Gameplay. 115 Kills habe ich noch nie geschafft in Black Ops 4. Ich habe auch immer gedacht, dass 100 plus absolut unmöglich wird. Es ist ein geiles Gameplay. Und ich will euch ein bisschen da durchbegleiten, denn es gibt noch ein, zwei Sachen, worüber ich gerne mit euch sprechen würde. Zum einen, vielen, vielen Dank für die ganzen Aufrufe und den Support auf den letzten Videos bei Black Ops 4. Ich persönlich merke auf meinem Kanal, dass euch das Ganze Spaß macht, dass ihr Fun an Black Ops 4 habt, dass es euch gefällt. Und das macht mich ziemlich glücklich, weil das hier ist mein Go-To-Game. Ich spiele nichts anderes aktuell. Ich grinde das bis zum Prestige Master. Ich gehe das erste Mal, seitdem ich COD spiele, auf Dark Matter, werde euch dementsprechend bei 50 Likes morgen schon das Video dafür raushauen, wie ihr es schneller bekommen könnt, weil es gibt da so ein, zwei Sachen, gerade was Weitschüsse angeht, was die Headshots angeht, wo es Tipps gibt, die so einige YouTuber irgendwie immer nicht raushauen. Ich weiß immer nicht warum, weil das so einfache Sachen sind, die einem unglaublich viel Zeit ersparen. Und ich persönlich wäre damals froh gewesen, wenn ich jemanden gekannt hätte, der mir erklären kann, wie ich einige Sachen schneller mache. Gerade die Weitschüsse und die Spots auf den Karten haben mich dermaßen abgefuckt mit der Zeit. Das ist der Wahnsinn. Da wird es dann auf jeden Fall für 50 Likes morgen definitiv schon das Ganze geben. Ich spiele übrigens hier mit den Streaks Drohne, Hellstorm und Einsatzteam. Wenn ihr auf High Kills gehen wollt, ist das höchstwahrscheinlich das Beste, was ihr machen könnt. Das hat ein, zwei einfache Gründe, ich erkläre euch das ganz kurz. Dann gehen wir zum Thema Dark Matter und Haptics Video gestern zurück. Drohne ist klar, wollen wir immer dabei haben. Hellstorm anstatt Konterdrohne aus dem einfachen Grund. Zwar zählen die Hellstorm nicht zur Nuke dazu, aber Drohne, Konterdrohne wird unglaublich schnell gegeiert. Die Hellstorm macht locker 3, 4 Kills jedes Mal. Das ist einfach, weil die Maps relativ klein sind und ihr die Hellstorm sehr gut lenken könnt und teilen könnt. Ist es wirklich eine coole Streak, die am Ende mehr Punkte für euch bringt, als eine Konterdrohne, die nach 2 Sekunden gegeiert wird. Und mit der Hellstorm habt ihr trotzdem Überblick über die Karte. Also relativ simpel. Und dann das Einsatzteam zählt zum einen zur Nuke dazu, ist zum anderen einfach eine geile Streak, weil sie auf dem Boden ist. Alles, was in der Luft ist, wird entweder von den Gegnern automatisch gegeiert, was mega abfuckt mit der Zeit, oder sie quitten einfach, weil sie hören, da ist ein gegnerischer Heli oder sonst was. Wenn da aber was über den Boden läuft, dann checken die das meistens nicht. Deswegen Einsatzteam auf jeden Fall eine gute Idee. Das sind die Streaks, mit denen ich hier über 100 Kills mache. Ich kann es immer nicht glauben. Auf jeden Fall mein bestes Gameplay bisher. War hier auch nur mit meiner ICR unterwegs, nicht mal meiner Lieblingswaffe. Ihr wisst ja, die Maddox ist das, was ich feiere. Hab auch noch die Double Nuke dazu gehauen, also absolut krass. Und jetzt nochmal zum Thema Dark Matter und Haptic. Also ich habe auf jeden Fall richtig Spaß, ich werde auf Dark Matter gehen, weil es absolut krass aussieht. Ich habe es jetzt noch nicht fertig, mir fehlen die SMGs noch, weil die sehr schwach sind. Ich hatte eigentlich gehofft, dass das Update kommt und die MPs ein bisschen besser macht. Das wird aber auf jeden Fall noch kommen. Und wenn ich die habe, fehlt im Prinzip nur noch ein Raketenwerfer voll machen. Auch ein kleiner Tipp für euch bei dem Ganzen. Kommt aber dann sonst morgen, wenn wir genug Support haben, auch in dem Video noch. Ihr braucht auch den Raketenwerfer auf Gold, damit ihr Dark Matter bekommt. Was bedeutet im Prinzip, wenn ihr das Ziel habt, Dark Matter auf euren Waffen zu haben, nehmt jetzt schon einen Raketenwerfer mit. Nehmt den Raketenwerfer mit und das klingt total dumm, aber geiert, was in der Luft ist. Ob Drohne, Konterdrohne, Heli, ist scheißegal. Geiert mit dem Raketenwerfer. Ihr werdet davon einen Vorteil haben, denn ihr braucht später euch nicht mehr darum kümmern, dass ihr 100 fucking Punkteserien abschießen müsst. Das ist sowas von nervig. Fangt einfach gleich damit an, nehmt in jeder Klasse denn eben einen Punkt weg, dann habt ihr den Vorteil, dass ihr trotzdem, wenn ihr soweit seid und die Sturmgewehre und so fertig habt, eben hinterher dann auch den Raketenwerfer fertig habt. So, jetzt hier sehen wir, es stand schon 82-4, also ich weiß nicht, warum das Team hier plötzlich nichts mehr eingenommen hat. Ich war aber ganz glücklich drüber, weil sonst wäre die Runde absolut schnell vorbeigegangen. Wir stehen hier auch schon irgendwie kurz vor der ersten Nuke.
Also Wahnsinns-Gameplay, von rechts nach links. Milizia ist eine geile Map. Hier muss man immer bedenken, wie die Spawns sind. Es gibt einmal einen Spawn da vorne, Kirche, da kommen die von links. Dann gibt es den Spawn, der jetzt direkt hinter uns ist, auf der C-Flagge. Und einmal ganz hinten A. Ich weiß nicht, warum Treyarch die Map so gemacht hat, dass die Spawns so weit hinten außen liegen. Da seht ihr das, wo der Spawn teilweise ist. Das ist der Wahnsinn. Dadurch kann man theoretisch in einer Party Spawn trappen, ohne Geschütze oder irgendwas zu brauchen. Ist hier ja gar nicht geschehen, die Spawnpunkte sind einfach so. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, aber ich schwöre es euch, umso länger ihr spielt, umso mehr kennt ihr das Ganze. Und gestern kam mir dann noch, das ist auch wichtig für mich, das Video von Haptic raus, wo er einige Sachen angesprochen hat. Zum Beispiel die Spezialisten, die Killstreaks, die Maps, den Gameflow, all diese Sachen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich kann ihm da zu 99% zustimmen. Er hat da wirklich recht mit dem, was er da sagt. Die Spezialisten sind absolut noob-freundlich gemacht, jeder Spezialist, einfach aus dem einfachen Grund, dass egal, ob du etwas tust oder nicht, du sie bekommst. Das war in Black Ops 3 genauso, da waren sie aber einfacher zu kontern. In Tempest konnte man kontern, indem man kurz zur Seite gegangen ist. Da gab es nicht so ein riesiges Einsatzschild, was unzerstörbar war. Das ist jetzt eben ein bisschen anders, wenn wir ganz ehrlich sind. Dieser Ajax mit seiner neuen Knall ist der größte Abfuck, den ich in meinem ganzen COD-Leben bisher gesehen habe. Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon auf Streak war und durfte mir dann irgendwie ansehen, wie irgendein Lobob mit 0-18 dieses scheiß Schild mit der Zeit hatte, vor dir stand und dich wahrscheinlich noch geflasht hat und dann gekillt hat. Also absoluter Abfuck, absolut nervig. Genauso wie zum Beispiel die Heatwave. Eigentlich soll Taktikmaske dagegen helfen. Ich werde noch ein Video machen und erklären, wie Taktikmaske und Kugelweste teilweise die Sachen beeinflusst und wie sie es eben nicht tun. Und ganz ehrlich, selbst mit Taktikmaske, wenn dieser komische Heatwave-Heini vor dir steht oder hinter einer Wand und du in der Nähe bist, dann bist du am Arsch. Dann bist du komplett am Arsch und das fuckt mega ab, weil es, ja, es ist ein COD auch für Anfänger gemacht. Das ist auch in Ordnung, aber ich finde, es sollte in gewisse Skill Gap geben. Also eine Fähigkeitsunterschied zwischen guten Spielern und nicht so guten Spielern. Und wenn du ein guter Spieler bist, dann solltest du die faire Möglichkeit haben, nicht so gute Spieler zu outplayen. Das geht aber nicht, wenn der nicht so gute Spieler automatisch einen Spezialisten in der Hand hat, der dich irgendwie zerstört. Egal durch was. Das gleiche wie mit Battery. Battery ist ein cooler Spezialist, den ich selber sehr, sehr gerne spiele. Aber es kann doch nicht sein, dass ich mit Kugelweste One-Hit bin bei dem Granatwerfer. Die Spezialisten sind mit Sicherheit eingeführt worden, damit die Noobs ein bisschen, ich sag mal, ein anderes Element als Spaß haben. Damit man irgendwie einen Übergang zu Blackout hat. Und das kann ich auch alles nachvollziehen. Ich kann aber nicht nachvollziehen, dass man nicht in der Lage ist, die so, ich sag mal, abzunerven, dass sie zwar interessant sind, aber eben dich nicht automatisch killen, sobald du vor einem stehst und jemand den hat. Nehmen wir doch zum Beispiel den Hund. Dieser Hund ist die stärkste Kampfstreak, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Dieser Hund hat eine Milliarde Armor, den kriegst du nicht kaputt, egal was du machst. Er verfolgt dich teilweise über die gesamte Map und man kriegt ihn 2-3 Mal pro Runde. Das ist absolut zu viel, das ist absolut nervig. Entweder macht man es, dass der etwas langsamer läuft oder dass er genauso schnell bleibt, wie er ist, aber nicht so viel schlucken kann. Es muss eine Möglichkeit geben, den Hund zu töten. Und ich habe schon probiert, mit Panzerbrechend das Ganze zu machen. Auch Panzerbrechend hilft bei dem Hund nicht. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Panzerbrechend macht keinen Unterschied, er schluckt genauso viel wie vorher. Die Maps sind an und für sich wirklich cool gemacht. Es gibt ein, zwei absolute Lieblingsmaps von mir, das ist hier Milizia. Slums ist eine Mega-Map, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wir es feiern. Summit finde ich nicht so gut, um ehrlich zu sein. Firing Range, wenn ihr in der Party spielt, ist geil. Wenn ihr alleine spielt, wählt ihr Gespawn-Trap, da könnt ihr dann überlegen, ob ihr es gut findet oder nicht. Das sind also auf jeden Fall Slums, meine absolute Lieblingsmap. Schreibt gerne rein, was ist eure Lieblingsmap, weil ich habe bisher noch nicht so viele Leute gefragt. Ich glaube, Slums wird bei den meisten so die Antwort sein. Nuketown kommt auch nächste oder übernächste Woche. Müssen wir gucken, ob sie es gleich Anfang November machen oder ein bisschen später. Nuketown wird dann wahrscheinlich die Lieblingsmap sein, aber ich könnte mir auch super vorstellen, so eine Playlist zu haben. 24/7 Nuketown. Wäre absolut genial. Oder 24/7 Slums. Könnte ich mit beiden leben. Sowas wie es bei Call of Duty Ghost damals gab mit der, na wie hieß es,
nicht Combine, sondern Strike Zone, genau. Strike Zone war 24-7, da konnte die immer TDM, Abschluss bestätigt oder Herrschaft spielen. Hat absolut Spaß gemacht, war absolut cooler Modus, war eine tolle Featured List. Sowas hier könnte ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Von mir aus auch die Maps jede Woche ändern, dass man mal eine Woche Nuketown hat, eine Woche Slums oder. Ist mir eigentlich im Prinzip egal. Dann habe ich noch von Haptic, ich habe mir das Video echt angeguckt und es gab ja so einige Leute, die irgendwie gehatet haben, weil ich sagte, er hat keine Ahnung. Ich habe ein Video gemacht, Leute, das verlinke ich mal eben oben hier. Da habe ich drüber gesprochen, dass er den Doom-Clan und diese ganzen Pläne nicht kennt und habe gefragt, ob er sich mit der COD-Welt gerade bei den Amis auskennt. So, und nach dem Video gestern sollte jeder von euch wissen, dass er sich natürlich auskennt und dieses Video war absolut aufwendig von ihm gemacht und ich fand es auch geil. Das Einzige, wo ich ihm nicht wirklich zustimmen kann, ist bei dem Thema Hit Detection. Er hat da ja so einen Ausschnitt gezeigt, wo er mit einem Reiniger jemanden töten möchte. Das war höchstwahrscheinlich einfach kurz ein Lag oder ein schlechter Server, auf dem er gespielt hat oder sonst was, weil die Hit Detection an sich in diesem Spiel finde ich sehr, sehr gut. Das Einzige, was ich strange finde und was ich festgestellt habe, viele bisher so bekommen haben oder abbekommen haben, ist die Tatsache, dass wenn du jemanden erschießt und er um die Ecke ist, du den Kill bekommst, obwohl du weißt, dass er um die Ecke ist. Das gleiche passiert mit dir. Ich weiß nicht, wie oft ich schon gestorben bin, obwohl ich, wie jetzt als Beispiel hier, ja, Aim struggelt ein bisschen, hier um die Ecke gehe und dann noch den Schuss bekomme, obwohl ich schon gar nicht mehr zu sehen bin. Und auf der Killcam, wenn ich mir das angucke, ist es dann so, dass ich noch gar nicht um die Ecke rum war. Also sehr, sehr komisch das Ganze, sehr, sehr eigenartig manchmal. Ist aber so oft noch nicht passiert, dass es jetzt für mich ein Major Kritikpunkt ist. Insgesamt sind wir uns, glaube ich, einig, ist das hier ein geniales Black Ops Spiel, ein geniales COD Spiel. Wir müssen gucken, was noch mit den Vorratskisten oder Abwurfkisten passiert, ob da noch irgendwas kommt. Ich habe so das Gefühl, dass Activision irgendwo noch ein bisschen Geld machen möchte. Jetzt nächste, übernächste Woche kommt ja, wie angekündigt von denen, dieser, ich sag mal, Blackjack Schwarzmarkt. Der ist angekündigt worden, der soll jetzt nächste Woche kommen. Und was das Ganze sein soll, ich bin mir noch nicht so 100% sicher. Es klang bisher aber so, dass ihr in diesem Schwarzmarkt, da ist die Nuke übrigens, spezielle Sachen kaufen könnt, direkt kaufen könnt, die ihr sonst nicht erhaltet. Und diese Sachen sollen wohl immer nur eine Woche oder ein paar Tage im Shop sein. Dass Activision natürlich wieder alles daran tut, Kohle zu verdienen, ist ja uns allen bekannt. Nach den ganzen Supply Drops in IW, in AW, in Black Ops 3, also reiner Abfuck. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass sie die Idee mit dem Battle Pass zum Beispiel gut gemacht haben. Aber da ist auch teilweise so viel Schrott drin, den ich niemals haben wollen würde. Also Waffentarnung möchte ich gerne haben und vielleicht noch Tarnung für die Spezialisten. Aber ich brauche weder Lackierung, noch brauche ich Visitenkarten, noch brauche ich irgendeinen Unsinn. Da sind ja teilweise Sachen drin, die kein Mensch benutzen würde, außer Hilly Billy aus Dresden oder so. Nichts gegen Dresden, aber es ist jetzt die einzige Stadt, die mir gerade eingefallen ist. Also, ich weiß nicht, in welche Richtung das Ganze am Ende gehen wird. Da müssen wir unbedingt mal gucken. Ich bin wirklich gespannt. Aber um das Video von Haptic gestern nochmal abschließend zu bewerten, ich fand es sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Sehr viel Mühe gegeben. Hat im Prinzip alles einmal dargestellt, was aktuell so das Kernthema ist. Die Erwartungen von uns in Black Ops 4 sind, gehe ich mal von aus, definitiv übertroffen worden. Es gibt keinen Singleplayer, das verstehe ich, Leute, gerade für die von euch, die gerne Singleplayer spielen. Ich weiß, das ärgert euch, aber man muss dazu sagen, man hat, auch wenn die Story jetzt ein bisschen doof ist, die Story der Charaktere, man hat den Multiplayer, der absolut gelungen ist, man hat Blackout und man hat einen großen Zombie-Modus. Das heißt, man hat wirklich für 60 Euro dieses Jahr ein unglaublich großes Paket an Content, den man abfeiern kann. Egal, ob ihr eher Multiplayer-Spieler seid oder ob ihr Zombie-Spieler seid, für jeden ist etwas dieses Jahr dabei. Es sollte kein Advanced Movement-System mehr sein, das haben wir nicht mehr. Das Movement ist trotzdem nicht so scheiße langsam wie in WW2. Ich glaube also, dass Quayarch dieses Jahr etwas geschafft hat, was wir seit vielen Jahren nicht haben. Nämlich ein wirklich großartiges COD, was für viele Leute ein passendes und unterhaltsames COD ist. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen, die man da irgendwie so, ich sag mal, aktuell wirklich zusammenfassen kann.
Das ist das Wichtigste, was wir haben. Wir haben alle Spaß. Es werden noch Änderungen kommen. Es werden noch Content kommen, DLC-Sachen. Lasst uns abwarten, was es ist. Lasst gerne ein Like da, Leute. Haut gerne ein Abo raus, wenn ihr es noch nicht habt. Ich würde mich freuen und ich bin raus. Macht's gut.